Moin, moin, Hamburg! Hamburg, Stadt und Land! Hamburg! Hamburg, Stadt und Land! Moin, moin! Unsere Grüße ist weltbekannt! Mein erstes Tattoo ohne Schmerz zeigt mein Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Gute Laune. Also es ist wirklich ein gute Laune-Song. Ne? Man kann es nicht anders sagen. Absolut. Ein Ohrwurm. Ein regelrechter Ohrwurm. Genau. Kriegt man gar nicht wieder raus. So, wir müssen über Hamburg sprechen. Also müssen das aufarbeiten. Ich nehme mal das Hamburger Abendblatt zur Hand. Denn das Hamburger Abendblatt hat, wie immer, muss man ehrlich sagen, ein Thema größer aufgearbeitet. Ja. Nämlich die Polizei hat für 2023 rund 230.000 Delikte gemeldet. St. Georg ist der Brennpunkt der Kriminalität. Mhm. Es sind, glaube ich, so viele wie nie zuvor. Das ist der höchste Stand seit zumindest 2017, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es 2016 war. Da gab es irgendwie, 16, 17 gab es irgendwie Vorfälle, wo viele Sachen wegen Einwanderung und sowas alles gekommen sind. Aber es sind ganz, ganz viele, also immer diese Gewalttaten sozusagen nehmen massiv zu. Ganz viele Eigentumsdelikte, ganz viele körperliche Delikte und sowas alles. Und die Polizei probiert, dem sozusagen Herr zu werden. Im Hauptbahnhof gibt man sich ja schon seit relativ langer Zeit Mühe. Kriegen wir im Alltag das mit? Kriegst du das in deinem Alltag mit, dass sich was verändert hat? Das ist immer eine Frage, wie man daran geht und wie man das jetzt sieht. Also ich denke mal, wenn du jetzt vermehrt abends unterwegs bist, so ich sag mal Brennpunkt Jungfernstieg zum Beispiel, da gibt es ja immer die Frage nach der Sicherheit, Jugendbanden, die da öfter mal für Aufsehen sorgen, wer da jetzt unmittelbar daneben unterwegs ist und das mitbekommt, wird das sicherlich so sehen. Ich persönlich habe das in diesem Umfeld noch nicht mitbekommen, aber ich denke, da wird es vielen anders gehen, die viel abends unterwegs sind in dem Bereich. Wer nachts im Bereich Kiez unterwegs ist, hat da vielleicht dann noch ein anderes Empfinden. Wer häufig mit der Bahn fährt, ist ja auch mal die Frage, wo bewegst du dich? Fährst du öfter mit dem Auto? Bist du mit der Bahn unterwegs? Was man ja auf diesem Bild sieht, ist ja diese sogenannte Quattro-Streife. Ja. Und was so ein bisschen die Kernaussage auch ist, ist, dass in diese Statistik auch einfließt, dass diese Streifen vermehrt unterwegs sind im Hauptbahnhof. Heißt also Eigentumsdelikte zum Beispiel unter Obdachlosen, die angezeigt werden, weil die Streifen dort unterwegs sind und das eben mitbekommen. Und das wird direkt vor Ort aufgenommen, was normalerweise nicht einfließen würde. Richtig. Das ist das eine. Und das andere sind eben wirklich die Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte, zum Beispiel häusliche Gewalt, die beunruhigend angestiegen ist. Also unterm Strich eine nicht schöne Entwicklung. Ja, und gleichzeitig habe ich... Wer hat das neulich erzählt? Das war jemand von Edeka, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ist auch egal, weil das Thema betrifft ja alle. Dass sie auch die Eigentumsdelikte in Supermärkten in der Regel gar nicht mehr anzeigen, weil sie dem nicht mehr hinterherkommen. Und wenn man jetzt wird ja Inventur gemacht einmal im Jahr, wenn man die Inventuren anguckt und vergleicht das mit den letzten Jahren, dann hat sich das auch böse entwickelt. Ich finde ja, nicht spannend, das ist ein falsches Wort dafür. Ich finde es ernüchternd und tragisch. Es gab am 15. Mai 2022 auf St. Pauli ja so eine Messerstecherei, so ein Tötungsdelikt. 20 Monate nach der Tat hat man die Fotos der vier Verdächtigen, denn es gibt Fotos von denen, veröffentlicht. Jetzt. Das finde ich so irre. Der Grund dafür ist, es gibt irgendwelche Bedenken und man darf das nicht. Und das Letzte überhaupt, was man macht, sollte sein, dass man Fotos veröffentlicht. Man möchte da irgendwelche Privatsphären schützen und sowas alles. Das ist so absurd, dass eine Gruppe von vier Männern probiert, jemanden umzubringen. Man hat die auf Foto und es wird keine Öffentlichkeitsverhandlung aufgerufen oder nicht zur Öffentlichkeitsverhandlung aufgerufen. Das finde ich echt anstrengend. Das frage ich mich auch manchmal, wie lange das dann dauert, ne? Irre. Ja, also 20 Monate? Ich weiß nicht, ich kenne nicht die internen Vorgänge von der Polizei, aber ich finde es auch manchmal, gefühlt ist es ziemlich lange, weil man sich denkt, es ist ja eigentlich der Sache zuträglich, ne, wenn jemand was gesehen und gehört hat. Ich weiß nicht, wie das intern abläuft und welche Regularien es da gibt, keine Ahnung, aber gefühlt ist das teilweise schon recht lang, ja. Also es ist, Sie schreiben dazu, ne, zwar wurde das umfangreiche Videomaterial nach der Tat am 15. Mai umgehend gesichert, ausgewertet und für die Polizei interne Fahndung genutzt. Gebracht hat es aber nichts und am 3. Januar 2024 hat dann die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf die Anordnung einer Öffentlichkeitsverhandlung gestellt. Ich meine ganz ehrlich, ich zahle hier in Hamburg Steuern.
Die ganzen Hamburger wollen sich gerne sicher fühlen. Wir haben eine Polizei, wir haben einen Mordversuch, ja, in einem Bereich, der sowieso schon auch touristisch wichtig ist und wo nach Möglichkeit ganz wenig passieren sollte, weil das nämlich auch schlecht ist für das Image der Freien und Hansestadt Hamburg. Einen Mordversuch. Wir haben Bilder von den Tätern und es passiert nichts. Das ist nicht der richtige Weg, sorry to say. Und egal, was man darüber rechts und links und hin und her und politisch sagen kann, es ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist Mordversuch, Bilder, Fahndung. Und zwar schnell, weil die machen ja weiter. Was ich auch interessant finde, ist teilweise die Bildqualität solcher Überwachungsaufnahmen. Es gibt ja modernste Möglichkeiten, KI-Überwachung zum Beispiel. Wie bewegen sich Menschen zueinander? Sind das jetzt Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung? Hightech, alles da. Ja. Und die Bilder werden auch immer besser. Das war nicht immer so, das ist nicht unbedingt überall so. Denn wenn man tatsächlich dann mal so Fotos sieht, teilweise aus Öffentlichkeitsfahndungen, frage ich mich wirklich, was das für eine Auflösung ist. Da gab es auch mal, auch wenn es ein ernstes Thema ist, bei Facebook einen ganz treffenden Scherz dazu, und zwar auf der einen Seite irgendwie ein Satellitenbild aus dem Weltall aufgenommen, konntest du gestochen scharf irgendwie sehen, was, wie das Areal aussieht, und daneben Überwachungskamera von einem Täter aus einer Bank. Das ist irre, oder? Das sah aus wie irgendwie 1998 in VGA-Auflösung und du erkennst nichts, außer einen Kopf und zwei Augen. Das verstehe ich auch nicht, also auch bei diesen, wenn Aktenzeichen XY ist, ja, ne, dann sieht man Bilder aus irgendeinem Schmuckladen, jetzt mal als Beispiel, und dann siehst du da Gestalten, total verpixelt und man kann nichts erkennen, da fragt man sich, Freunde, überall gibt es scharfe Kameras. Es ist total easy. Es kostet nicht mal mehr Geld, diese Kameras. Was sind das für Geräte? Du hast da auch einen. Ich sehe das. Ja, genau. Oder so irgendwie, jetzt ein bisschen übertrieben, aber das Phantombild. Haben Sie diesen Mann gesehen? Er könnte es gewesen sein. Kennen Sie diesen Mann? Oh, guck mal, das könntest du sein, Boris. Ah, nee. Nein, er hat keine Brille auf. Keine Brille. Stimmt. Keine Brille. Das kann man ändern. Ja, genau. So. Naja. Das war das. Dann habe ich noch ein Thema, und zwar, wo habe ich das denn jetzt hier? Ich hole das schon mal raus. Genau, es geht um die Schlaglöcher. Hast du das? Ah, die Bücher musst du auch rausholen, richtig. Wir haben ja heute ein bisschen das umgestellt, weil der Frank bei uns war, genau, um über den Dschungel zu sprechen. Deswegen sind auch der ein oder andere wird heute ein bisschen überrascht sein, dass wir nicht so einen Übergang hatten wie sonst. So, das Thema stimmt. Man baut das mal alles auf, genau. In der Zeit können wir schon mal gucken, wir hatten letzte Woche über Schlaglöcher gesprochen. Ja. Und ich hatte ja, oder wir hatten hier aufgerufen dazu, dass wir Bilder bekommen von Schlaglöchern. Ich will mal einen Zwischenstand, würde ich mal gerne zeigen. Und zwar, haben den König der Schlaglöcher, haben wir gefunden, und zwar in Farmsen-Berne. Du hast das fotografiert, ja, mir auch schon geschickt. Ich dachte zuerst, das sei ein Fußabdruck von Godzilla. Ja. Es ist ein Schlagloch tatsächlich. Ja, und das Tolle ist das, gibt es noch ein zweites Bild eigentlich? Da. So, das ist der Schlag, das ist der König der Schlaglöcher. Ja. Das andere war die Prinzessin, seine Prinzessin. Das sieht aus wie der Great Canyon. man sieht auf dem Bild, ich hätte ein Streichholz daneben legen müssen, damit man ein bisschen die Größe sieht. Aber tatsächlich ist das Ding fußtief, würde ich mal sagen. Das ist ein fußtiefes Schlagloch. Vor allem diese abgebrochene Kante, die da noch so liegt. Und ich habe auf dem einen Foto gesehen, das ist jetzt ein bisschen abgeschnitten, weil ich musste das in 16:9 Format bringen, da habe ich so ein Schutzblech gesehen in grün-gelb. Ja. Du warst mit der Vespa unterwegs mit Winterpause. Der Vespa. Ja, genau. Ein Glück bist du da nicht reingefahren. Also jetzt für ein Auto rumpelt das schon ordentlich und kann schief gehen, wenn du da mit einem Reifen reinfährst, dann kann Feierabend sein. Das ist tatsächlich Feierabend. Also, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe reportermäßig, habe ich mich ins Auto gesetzt, habe bei uns in der Umgebung nach Schlaglöchern gesucht, habe dann eine Auswahl getroffen, bin dann zurück nach Hause auf das Moped, weil du kannst ja mit dem Auto nicht anhalten und Fotos machen. Mit dem Moped dagegen kannst du kurz anhalten, einmal Foto machen, wenn sie hinter dir hupen, egal, und dann fährst du weiter. So, deswegen, das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Dann hast du ja auch bei Facebook dazu aufgerufen, habe ich gesehen. Ich glaube, da gab es sogar die eine oder andere Zuschrift. Genau. Und ich habe heute früh auch noch mal dazu aufgerufen, schicken Sie uns bitte Bilder von Schlaglöchern aus Hamburg, aus Berlin, aus Erfurt zum Beispiel. Wir haben heute eine Zuschauerin aus Erfurt gehabt. moinmoin@hamburg1.de, gerne an unsere Facebook-Seite, wie auch immer. Wir machen daraus natürlich mehr. Wir wollen das vertiefen, also mit einem durchaus ernsten Hintergrund. Und weil wir natürlich auch Spaß machen wollen, machen wir ein Schlaglochquartett. Wir machen ein richtig schönes Schlaglochquartett. Genau. Wir müssen nochmal die Kategorien, also es ist sehr wichtig, welche Kategorien nimmt man. Tiefe ist natürlich Tiefe Breite. Ist gut. Ja. Diese Themen ist das eine, aber zum Beispiel auch eben gerade ganz interessant, man hat bei dem Schlagloch gesehen, es handelt sich um ein Schlagloch, das 5 Schichten Teer hat. Ja. Also waren ja insgesamt 5 Schichten, war ja auf dem Foto zu sehen. Es gibt also 5 Schichten übereinander. Und das finde ich spannend, weil ich würde gerne wissen, ob die unterste Schicht mal die Schicht war, die 1952 war und ob man dann immer einfach was oben drauf packt.
Ja, weiß ich ja nicht. Oder wie überhaupt die, also man muss mal mit einem Experten sprechen, wie Schlaglöcher an sich handwerklich, wie das funktioniert. Ein Schlaglochexperten sollten wir einladen. Das finde ich sehr interessant, auch wenn zum Beispiel U-Bahn-Wände, also wo Werbeplakate hängen, ja, oder auch Litfaßsäulen immer wieder neu plakatiert werden. Und dann findet man irgendwann unter, da wird ja immer drüber tapeziert einfach, unter der dicksten Schicht irgendwie ein Poster von 1950 oder so. Genau. Ne, das gibt es ja auch manchmal. Finde ich sehr interessant. Eine interessante Frage des Alltags. Ja. Auf jeden Fall. Ja, schicken Sie uns gerne Schlaglochbilder. Genau. Ist heute eigentlich Rosenmontag? Ist meine Frage. Ich weiß nicht. Ich bin Hamburger. Soll ich mal nachgucken? Guck mal nach. Ich befürchte, es ist heute Rosenmontag. Nee, ich glaube, nächsten, oder? Oder ist es erst nächste Woche? Ich glaube, 12. Man weiß es nicht so genau. Es ist, ich will nur eins. Ich will nur, dann hätten wir Glück, ja, weil wir nichts vorbereitet haben. Ja, genau, weil wir nichts vorbereitet haben, wäre das wirklich ein Schreck gewesen. Mir ist es heute Morgen auf der Fahrt, ja, hier ist mir eingefallen, hoffentlich ist noch nicht Rosenmontag. Also laut meinem Apple-Kalender ist es noch nicht. Okay. Ich hoffe mal, das stimmt. Okay, das ist gut. Ja. Wollen wir uns denn dann nächsten Montag verkleiden und hier ein bisschen Fasching feiern? Weißt du, wer der König der Verkleidung ist? Nein. Markus Söder. Ja, das stimmt. Folgst du Markus Söder bei Instagram? Nein, ich folge ihm nicht bei Instagram. Aber ich sehe die Bilder trotzdem. Also genau. Nur das Hashtag Söder ist an sich ist schon fantastisch. Aber wie Markus Söder sich verkleidet. Jetzt letztens ist er als Bismarck gegangen. Ja. Aber auch als Punk. Ja. Mit so einer glatzen Mütze und so einem richtigen Iro. Oder auch als Shrek verkleidet. Ja. Weltklasse. Er hat, tatsächlich von Heidi Klum und von, ja, der Fürstin von Nixtun und macht ganz viel Faxis. Von den beiden hat er gelernt, das muss man sagen. Ja. Deswegen wurde er nämlich, ich habe mich schon gefragt, wieso, in der Bild-Zeitung als die Heidi Klum der Verkleidung bezeichnet, weil er sich wirklich aufwendig verkleidet. Also wir können uns auch verkleiden. Ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Verkleidungsweltmeister. Und ich habe natürlich furchtbare Angst, hier, weil ich ja auch journalistisch tätig bin, dass man mir irgendwie eine Form von kultureller Aneignung an die Backe klebt. Ja. Und dass ich deswegen dann den Rest meines Lebens im Internet gemobbt werde von Menschen, die einfach besser sind als ich. Ja, das kann natürlich passieren. Viel besser. Wobei, es gibt natürlich auch Verkleidungen, die sind eine sichere Sache. Da kann nichts passieren. Von besseren Menschen, die wirklich so viel besser sind als ich, dass sie mich zu Recht dann auch mein ganzes Leben lang jagen, weil ich mich kulturell irgendwas angeeignet habe. Zum Beispiel mit einem Norweger-Pulli. Ja. Wie der Herr Habeck. Das hat Habeck ja auch schon gemacht. Das würdest du ja nur nachahmen an der Stelle. Ich weiß nicht, es gibt ja auch safe Verkleidungen, wie zum Beispiel Shrek. Oder glaubst du, dass dann irgendwas ist denn Shrek eigentlich? Ist das also in heutiger Zeit ein pseudo-gewalttätiges Teil in Grün. Davon haben wir genug. Grünes Monster. Ja, davon brauchen wir nichts. Das haben wir genug von. Shrek scheidet aus. Next. Okay. Also ich würde, mit Elvis kannst du nie was falsch machen. Elvis. Da oder bin ich nicht oder so sicher. Wirst du dann von den ganzen Elvis-Imitatoren aus ganz Norddeutschland gejagt? Ich glaube, dass man dir das vorwerfen wird, dass du erstens natürlich auch da wieder kulturelle Aneignung, amerikanische Ureinwohner und so weiter und so fort, dass du Aneignung betreibst. Zweitens werden sämtliche Elvis-Imitatoren dich jagen dafür. Elvis ist auch nicht gut. Du kennst ja sicherlich als Hamburger und sowieso als Entertainment-feste Größe, kennst du ja sicherlich Shelvis. Shelvis habe ich schon mal gehört. Ich habe es vor allem gesehen. Auf einer Veranstaltung im Hafen war es, glaube ich. Es gibt, der zum Beispiel würde uns vielleicht auch jagen. Shelvis war schon öfter bei Hamburg 1. Ja. Und das eine Mal habe ich ihn erwischt, weil ich mich auch als Elvis verkleidet habe, als er dann kam. Und das fand er seltsam. Auf jeden Fall, als ich auch als Elvis die Tür aufgemacht habe. Er sagt, du auch? Ich auch. Nur heute. Oh. Wie ist es denn eigentlich in Kindergärten zurzeit? Darf man alles sich verkleiden? Also ist das... Ich habe gerade gehört, ne? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, die Bad Segeberg, Kalkberg GmbH hat bekannt gegeben, dass dieses Jahr, welches Stück dieses Jahr gespielt wird. Und es ist? Es ist ein Stück ohne Winnetou. Nee, es ist Winnetou 2 mit Winnetou dabei. Und auf die Frage, wie das denn mit dieser kulturellen Aneignung aussieht, haben die gesagt, das ist uns total wurschen egal, weil wir stellen die Indianer, und ich weiß nicht mal, ob ich es hier noch überhaupt das Wort sagen darf, wir stellen die Indianer nur positiv dar. Ich muss mal sagen, ich persönlich war beim Cowboy- und Indianerspielen immer Indianer. Die meisten, ne? Oder? Also ich war mal Cowboy und mal Indianer. Aber ich war immer Indianer. Ja. Ja. Ich fand den Flitzebogen an sich, der tatsächlich effizienter ist in der Verteidigung oder im Kampf als die Plastikpistole, die nur Puff macht, da fand ich den Flitzebogen immer besser. Damit konnte man jemanden schon mal stoppen, wenn er also in hysterischer Gruppe auf einen zugerannt ist. Ich hatte ja früher so eine Schreckschusspistole mit so Papierstreifen, mit so einzelnen Knallplätzchen hinten drauf. Ah, das tut mir leid. Hattest du die nicht? Nee, ich hatte die mit dem Ring in der Mitte. So das war ich auch mal. Ja, aber das, also die mit dem Streifen ist ja ein bisschen, das ist ja kindisch, muss man sagen. Die macht ja auch nur so. Bob, stimmt, Bob, aber mit denen konntest du Pfennigbomben bauen. Was sind Pfennigbomben? Darf ich jetzt hier nicht sagen, weil sonst machen das Leute nach.
Aber so schlimm ist es auch jetzt nicht. Jetzt komm. Nein, also diese Knallstreifen, ja, ein Pfennig und Klebeband, ja, sind die Ingredienzien. Dann machst du so. Und dann kannst du eine Pfennigbombe bauen. Ja, wie geht das denn dann? Musst du das zusammen machen zu einem... Ja, du musst das alles verbinden miteinander, ja, und dann wird es ganz laut irgendwann. Das könnten wir ja irgendwann mal ausprobieren zum richtigen Anlass. Meine Damen und Herren, der Marco ist ein wahrer, früher sagte man Zündelfrieder, ja. Ja, ein Zündelfrieder und ein Knallexperimenteur. Ich habe viel gezündet. Hast du auch? Ich habe viel gezündet. Viel gekokelt. Ja, gekokelt, genau. Ja. Hat deine Mutter auch deine Augenbrauen geprüft, als du nach Hause gekommen bist? Natürlich. Marco, du riechst wieder so komisch. Hast du noch Augenbrauen? Zeig mal deine Augenbrauen. Ja, ist gut. Nichts passiert. Habt ihr auch im Wald Feuer gemacht? Das macht man heute gar nicht mehr, ne? Hat man früher gemacht, ja. Ja. Natürlich, Hütten gebaut, Feuer gemacht. Ich habe mal in Karlsruhe kurzfristig gewohnt. Und da hatten wir einen Freund, der war ein, wie alt war ich denn da, 14, 15, und da hatten wir einen Freund, der ist immer in die Apotheke gegangen und hat Chemikalien gekauft. Der war so ein großer Chemikalien-Experimenteur, der bekam irgendwann mal von seinen Eltern dieses Kosmos-Experimentierset geschenkt. Ja. Und dann hat der festgestellt, dass wenn man Kaliumchlorat, Kaliumpermanganat und Schwefel auf eine Straße packt, schüttet das einfach dahin und schmeißt einen Stein drauf, dass der 20 Meter hoch fliegt, und das ist kein Witz. Okay. So, das haben wir dann in Serie gemacht. Wir hatten also alle unsere drei Beutelchen Chemikalien dabei und haben die irgendwo hingeschüttet und haben einen Stein draufgehauen. Das hat furchtbar geknallt. Damals konnte man das einfach auch so kaufen. Und dann immer mit dem Satz so ungefragt, ne, zum Apotheker: Ja, wir hätten gerne einmal Kaliumchlorat. Wir brauchen das für die Schule. Wir machen dort ein Experiment. Der Apotheker: Ich habe doch gar nicht gefragt. Aber wir haben es immer gleich begründet. Großartig. Ja, und damit sind wir dann immer durch die Gegend gegangen. Und im Wald hat man dann auch mit rotem Phosphor experimentiert. Auch das konnte man kaufen. Roter Phosphor brennt sehr gut. Ja, okay. Und auch ruckartig. Ja. Und das Tolle ist, dass du kommst nach Hause, hast verkokelte Augenbrauen, riechst aber nicht nach Holzfeuer. Phosphor riecht ganz anders. Ist das so? Ja. Wie riecht denn Phosphor? Das riecht nach Chemikalien, also verbrannt Chemikalien. Ja. Schreibst du das Rezept jetzt auf? Das ist illegal. Heute kann man diese Chemikalien natürlich, ein Glück übrigens, nicht mehr einfach so kaufen. Was? Ich wollte einen Disclaimer nur machen. Bitte nicht nachmachen. Ja. Wir haben es gesagt und auch eingeblendet. Du kriegst das, du kriegst das Zeug aber auch gar nicht mehr gekauft. Das war früher. Ja? Das gibt es heute nicht mehr. Nee. Das aber ist hat wahrscheinlich trotzdem Spaß gemacht. Ja, absolut. Es ist wie, wenn man heute zum Kiosk geht und sagt, als 12-Jähriger, ich will eine Schachtel Zigaretten für meine Mutti, kriegst auch nichts. Ja, nee, stimmt. Und am Zigarettenautomaten musst du deinen Führerschein reinstecken. Das ist korrekt. Das war früher wahrscheinlich einfacher, ne? Ja. Dass es einfach so eine Schublade war. Ne? Ja. Konnte man ja auch, wenn man lustig war, wahrscheinlich eine leere Schachtel wieder reinstecken und die Schublade wieder zumachen. Dass der Nächste dann eine leere Packung bekommen hat, oder? Das war aber eine total lustige Idee, aber ich weiß nicht, ob man das machen konnte. Konnte man das machen? Wurde mir erzählt. Ich weiß es nicht. Okay. Man weiß es nicht. Gut, dann gibt es eine neue Petition. Ja. Und zwar soll die Kühlbrandbrücke nicht abgerissen werden. Ja. Das ist ja, ich sag mal, die neue Kühlbrandquerung, ein Dauerbrenner unter den Themen, den Hamburger Themen. Neu dazugekommen ist der Elbtower. Ja. Aber die Kühlbrandquerung wird natürlich seit vielen Jahren letztendlich diskutiert. Neue Brücke, Tunnel, zweite Brücke, Brücke erhalten, Brücke abreißen, ein architektonisches Highlight draus bauen, Denkmal, was wird es denn nun? Gute Frage. Es gibt viele Ansätze. Ich hätte eine tolle Lösung. Es wäre, glaube ich, unglaublich gut, wenn die Politik sich einfach raushalten würde. Ja. Und wenn man einfach Experten, also tatsächlich, Brückenexperten, Verkehrsexperten, ja. Sehr schön. Also wenn man, sagen wir mal so, Straßenbau, Brückenbau, Verkehrsexperten zusammensetzen würde und die würden vernünftig beschließen, ohne jede politische Einmischung, was man jetzt damit macht. Ich kann garantieren, dass dieses Ergebnis besser sein wird, als das, wenn die Politik sich einmischt. Das ist mit Sicherheit so. Was ich schon mal gesehen habe, ich weiß gar nicht, wie realistisch das jetzt war oder ob das einfach nur so ein Architektur-Ding war, das jetzt mal zu zeigen, was möglich wäre als Vision. Da wurde, glaube ich, die eigentliche Brücke im Prinzip abgerissen. Ja. Die Pfeiler blieben aber stehen und die wurden quasi gläsern ummantelt und oben drüber führte so eine Art Seilbahn. Auch interessant. Also. Und diese Seilbahn könnte man ja dann vielleicht über die Hafen City in die Innenstadt leiten. Und dann hätten wir endlich die Verbindung von Westfield Shopping Center, was im Ende April geöffnet wird, und der Innenstadt. Das ist ja die große Sorge gerade, dass das Westfield Center sozusagen der Hamburger Innenstadt mindestens 10% des Umsatzes wegnehmen würde. Wenn man da eine Verbindung schaffen würde, dann könnte man sozusagen eine Art Ritual einführen für den Hamburger Gast. Nämlich, er kommt nach Hamburg und dann geht er da shoppen und da shoppen.
und fährt auch noch über die Kölbrandbrücke, die es nicht mehr gibt. Stimmt, über dieses Center wollten wir eh mal sprechen. Das haben wir bisher noch nie so richtig gemacht. Irgendwie haben wir uns das ein paar Mal vorgenommen, stand auf der Agenda. Heute ist es endlich soweit. Ja. Ich sag mal, also ich freue mich darauf, wenn das fertig ist. Ich habe gar keine Meinung dazu. Hast du keine? Nein, weil ich habe gesehen, welche Geschäfte da sind. Da ist jetzt nichts, was mich überrascht. Was total toll ist, ist, dass sie da dieses Porte de Lumière haben. Mhm. Wir sind ja hier französisch sehr bewandert. Das, wer sich erinnert an die Vorweihnachtszeit. Da war ich ja auf dem Marché de Noël. Ja. So, jetzt Ach, du gibt warst es, das. Ja, das war ich, genau, mit Bildern. Wir wollen noch daran erinnern. Mit Bewegtbild. Es gibt im Archiv noch Bilder, die ich da aufgenommen habe. Und jetzt ist eben das nächste französische Highlight, ist der Porte Lumière, der Hafen des Lichtes. Und das ist eine wirklich unfassbar tolle Veranstaltungsfläche, die da entsteht in den Räumlichkeiten auch, wo man, sag mal, cool, also Bilder sind mehrdimensional dargestellt mit Projektoren auf den ganzen Raum. Das heißt, ich stehe mitten in einem Bild drin. Du bist Teil des Bildes. Du wirst zu einem Teil des Bildes. Ein unglaublich tolles, es ist schwer zu beschreiben leider tatsächlich, deswegen muss man sich das angucken. Es wäre cool, wenn du da stehst und vor lauter Erstaunen ob der Ausstellung so guckst. Ja, das wäre toll. Und dann bist du der Schreier auf einmal. Also auf jeden Fall, das ist toll. Es gibt ganz viele tatsächlich Geschäfte da natürlich. Die Kollegen von Breuninger machen da ihren, wie heißt das? Nicht Signature Store, sondern Flagship Store, glaube ich. Ne? Obwohl der ist, glaube ich, in Düsseldorf, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einen ganz einen riesigen Laden da. Das ist das eine. Das zweite ist, es wird also ganz viele Essensbereiche geben. Dann wurde das beschrieben von den Kollegen, ich glaube es war 90.3 oder so, irgendwie ein Radiosender hat das beschrieben und hat dann gesagt, ja, McDonald's ist auch da. Und da habe ich gedacht, was ist das für eine Information? Das ist jetzt so wie, puh, ja, wegen McDonald's muss ich jetzt nicht dahin fahren. Für den Dschungelcamp-Typen da. Genau. Wie hieß der noch? Ja, und könnte auch. Genau. Mike Heiter. Kann sich da einen Burger reinschlingen. Genau. Das ist gut. Ganz aufregend, deswegen fahre ich dahin. Finde ich gut, aber ich muss sagen, Innenstadt ist das eine, dieses Shoppingquartier dann was anderes. Natürlich gibt es da eine gewisse Konkurrenz. Auf der anderen Seite, völlig abgesehen davon, ich bin ein sehr großer Fan vom Einzelhandel. Also natürlich bestelle ich auch Sachen online, aber ich mag es wirklich einfach, irgendwo hinzufahren, die Auswahl zu haben, die Sachen anzugucken, im Zweifel Beratung zu bekommen und die Sachen auch direkt mitzunehmen. Ne? Also wirklich, Einzelhandel finde ich eine tolle Sache nach wie vor. Ich bin dir so dankbar, dass du das sagst. Das ist ein Erlebnis. Weil es ist, nee, genau, darum geht's. Ja. Es geht um, eigentlich geht es darum, dass du in ein Geschäft reingehst, dass du in einer anderen Atmosphäre bist, dass du ein Kauf, man spricht ja vom Kauferlebnis, dass du so ein Kauferlebnis hast, dass du Menschen hast, die sich um dich kümmern, dass Menschen dich beraten, dass du verschiedene Sachen ausprobieren kannst und sowas alles. Insofern bin ich auch ein totaler Fan des Einzelhandels. Ich finde es ganz bitter, was tatsächlich, man ist nachvollziehbar in schweren Zeiten, aber dass Leute ja hingehen in den Einzelhandel, dann Sachen anprobieren, um sie danach dann bei eBay oder sonst irgendwie billiger zu kriegen. Hm. Das passiert. Hm. Auch manchmal sind die Sachen ja online tatsächlich dann auch noch günstiger zu kriegen. Das passiert tatsächlich. Ich finde es ganz traurig. Ich war am Freitag im Alsterhaus. Ja. Da gibt es einzelne Bereiche, wo die abgesperrt sind. Also wo anscheinend nicht mehr verkauft wird im Rahmen der Insolvenz, scheint da Sachen zu sein, die finde ich auch sehr, sehr, sehr traurig, ehrlich gesagt. Denn das Alsterhaus, die Kollegen haben das echt toll umgebaut. Die haben mit diesen Shopping-Erlebnissen der einzelnen Marken und sowas alles eigentlich ein tolles Umfeld geschaffen. Und dass das jetzt da, dass da jetzt also keine Lieferungen mehr hingehen und dass dann mit so Absperrband Teile abgesperrt werden, finde ich sehr bedenklich. Wobei, ich muss sagen, zu dem Punkt im Geschäft anprobieren, sich im Zweifel noch beraten lassen und dann rausgehen und online kaufen, ist natürlich eigentlich eine blöde Nummer, ehrlich gesagt. Ne? Wenn jetzt die Preisunterschiede groß sind, kann ich es insofern verstehen, weil du guckst natürlich auf dein Geld, alles ist teurer geworden und du musst natürlich für dich selbst gucken. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du dann sagst im Laden, hier und zeigst das, ich sehe es aber online irgendwie 40 Euro billiger, ich würde es eigentlich gerne hier kaufen, wie sieht es aus? Meistens kommt man einem entgegen. Ja. Also ich habe es wirklich, wenn man fragt, erlebt, dass ich dann auch den Preis bekommen habe oder meinetwegen 5 Euro teurer und das habe ich dann in Kauf genommen, weil ich es einfach direkt habe. Genau, genau. Das Gleiche gilt für also exotische Erlebnisse von Verkäufern dieser Tage, kann ich berichten, weil ich da welche kenne. Ich glaube, es war bei Gucci. Da kommen dann so junge Leute, Mike Heiters Freunde, würde ich mal sagen, jetzt mal rein von der Charakteristik her, Alter, was geht? Und dann gehen die in die Herrenabteilung, haben ein T-Shirt in der Hand, irgendein Gucci-T-Shirt, das kostet dann 400 Euro oder 500 Euro oder so. Ja. Und dann ziehen sie das an, machen ein Foto, Alter, was geht? Machen so ein Foto. Ach, und gehen wieder raus, kaufen sie. Nee. Und dann gehen sie hoch und sagen, hör mal, dann gib mir 80 Euro bei eBay. Was können wir auch haben, billiger? Sag ich, nee, pass auf, das ist ein Fake-Artikel, das siehst du daran und daran. Und das,
Oh ja, aber sieht genauso aus. Und dann gehen die tatsächlich, also dann sind sie empört und gehen raus und kaufen das dann bei eBay. Ja. Und haben im Prinzip aber das gleiche T-Shirt an, denken sie. Aber das Gute ist ja, bei Gucci zum Beispiel kann einem das ja eigentlich gar nicht passieren, weil da steht ja zum Glück auf dem Gefälschten immer Fake drauf. Ja. Ganz dick. Kleiner Spaß am Rande, aber... Das gab es ja bei Gucci. Ja, bei Gucci gab es mal Shirts, wo einfach drauf stand Fake. Also das war ein Gag sozusagen. Ein Designer-Gag. Ich muss sagen, ich kaufe mir gerne mal was Schönes. Ich habe es nicht gekauft, weil ich diesen Gag nicht verstanden habe. Man muss ja auch nicht jeden Gag mitmachen. Nee, das war ein Gag für, wo es geht. Ja, aber das ist eh so eine Sache, ne? Mit diesen ganzen Designer-Klamotten. Das frage ich mich ja auch. Ich gönne es jedem und jeder soll das machen, wie er möchte und sein Geld dafür ausgeben, wenn er sich daran erfreut und so. Aber wenn du bei YouTube diese ganzen Formate guckst, mit wie vielen Werten die ganzen Leute rumlaufen. Ja. Und sicherlich sind da viele dabei, die viel gemacht haben und die sich das leisten können und wollen. Aber es gibt ganz viele, da frage ich mich immer, warum ist da jetzt ein 18-Jähriger? Und das sind so auffällig viele, die dann alle einen Outfitwert von irgendwie 20.000 Euro tragen, gefühlt. Weiß nicht. Ich kann dir das erklären. Ernsthaft? Ja. Ja, ich erkläre. Soll ich dir erst erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Sweatshirt und einem Sweatshirt? Ja, gerne. Fangen wir ganz einfach an. Fangen wir mal die Basics an. Also, wir nehmen mal ein Sweatshirt von Dior, von Gucci, von Louis Vuitton oder sonst irgendwas, Balenciaga, name it. Dieses Sweatshirt, erstens steht da eine Designidee dahinter. Hat man relativ viel Geld hat man ausgegeben für einen ganz tollen, berühmten Designer, der irgendetwas erfindet. Zum Beispiel, er macht Löcher rein. Das Ding sieht aus wie durchgeschossen. So. Ja. Das ist aber eine Erfindung. Also da kann man sagen, jetzt, da sind ja nur Löcher drin, warum soll ich ein kaputtes T-Shirt kaufen oder Sweatshirt? Es ist ein Design dahinter. Das Design kostet Geld. Zweitens. Sie gerne was dabei gedacht. So, genau. Da zweitens. Die nehmen tatsächlich, da nehmen wir mal das Beispiel Kaschmir. Also es gibt Kaschmir, Fäden von dem Barthaar der Ziege, die sind so lang. Es gibt Kaschmirstaub, der Rest, der runterfällt, der irgendwo auf dem Rücken ist, ja, so. Das sind so kurze Fäden. Ah, ja, okay. Aus beiden kannst du einen Kaschmirpulli machen. Ja. Beide Kaschmirpullis sind weich. Der eine Kaschmirpulli hält ewig und der andere hält 3 Monate. Ich finde es total okay, einen Kaschmirpulli zu kaufen, der 3 Monate hält, wenn jemand, der kostet ja dann auch nur ein Zehntel oder irgendwie sowas alles. Aber man muss wissen, man kauft ein anderes Produkt. So, das ist da sind die Preise. Das gleiche gilt für Baumwolle zum Beispiel. Es gibt ganz lange tolle Baumwollfäden, es gibt Bio-Baumwolle, es gibt Baumwolle aus ganz besonderem Anbau. Es gibt verschiedene Qualitäten der Baumwollen in ihren gleichen Anbaugebieten und so weiter und so fort. Und natürlich nehmen diese großen Marken nur die beste Baumwolle. Und auch das merkst du in der Qualität. Ja. Deswegen, da sind die einen Preisunterschiede. Das andere ist, diese jungen Leute, also ich würde mal sagen, 80% der jungen Leute, die du da siehst in diesen Formaten, haben gar keine echten Sachen an. Darauf wollte ich hinaus. Weil das Erste, das kann ich super nachvollziehen und verstehe das. Ja. Ne? Also natürlich ist da ein riesen Qualitätsunterschied, sonst würde sich der Preis ja auch nicht rechtfertigen. Aber ich sag mal, wir haben Balenciaga angesprochen, diese Balenciaga-Schuhe, die unten so eine dicke Gummisohle haben und oben so einen Neoprenschlappen irgendwie drüber, die kosten irgendwie 600, 700, 800 Euro. Ja. Hätte ich mir jetzt nicht mit 18 kaufen wollen oder können. Gut. Manche können es und wer möchte, cool. Die das anhaben, das sind Fake-Schuhe. Ja? Es gibt hochprofessionell, also erstmal gibt es zwei Varianten, um an dieses Zeug ranzukommen. Erstens, die großen Marken, also Balenciaga zum Beispiel, stellt dann von diesen Schuhen, keine Ahnung, 5.000 Stück her. Dann merken sie, die gehen weg und sagen, oh, dann machen wir 20.000 nach. Jetzt gehen aber, in deren Preissegment ist ja irgendwann vorbei, dann bleiben welche über. Was machst du mit denen? Entweder gibst du sie in ein Outlet, dann fühlen sich alle verarscht, die es teuer gekauft haben. Stimmt. Deswegen machst du es lieber nicht, sondern du nimmst den ganzen Ding, machst einen Container voll und verkaufst es irgendjemand. Graumarkt. Ja. Und der rennt dann damit los und verkauft, das macht noch sein schönes Geschäft und du bist den ganzen Scheiß mit einmal los. Das machen die ganz professionell so. Das gilt für überproduzierte Sweatshirts, T-Shirts, für alles das, was es an Produkten, was zu viel gibt. Weil zum Beispiel Louis Vuitton hat kein Outlet. Gucci, da gibt es ein Outlet in Holland, in so einer Outlet-Mall. Aber ansonsten haben die auch nicht mehr. Hier in Neumünster zum Beispiel gibt es das Outlet nicht mehr. Das heißt, du kannst die Sachen gar nicht verkaufen. Die müssen aber trotzdem mehr weg. Ansonsten werden sie weggeschmissen. Und wegschmeißen tun sie bestimmt nicht. Ja. So, was die Produktionskosten betrifft, wenn man sich das jetzt anguckt, also nehmen wir wieder das Sweatshirt. Das Sweatshirt kostet in der Herstellung, keine Ahnung, ich bin kein Mega-Experte, aber sag mal, ein richtig teures, gutes Sweatshirt, was in Europa gefertigt wurde von europäischen Arbeiten mit fairen Löhnen, das machen solche Firmen wie Gucci, Prada und wie sie alle heißen, dann hat das vielleicht einen Wert von, lass es 60 Euro sein. So, weil es gibt eben auch nicht viele davon und so weiter und so fort. Lass es meinetwegen auch 80 Euro sein, wenn man richtig gutwillig ist. Verkauft wird es aber für 700. Die Gewinnspanne, die dazwischen ist, ist einmal Handelsgewinnspanne. Natürlich alles Handling und Transport und was dazugehört. Dann ist das Gewinn der Läden, ist natürlich da, das ist alles, das mit dazugehört. Aber es ist vor allen Dingen Marketing. Ja, die geben halt unfassbar viel Geld für Marketing aus. Und natürlich kannst du dir ein Sweatshirt in der gleichen Qualität, in der genau der gleichen Qualität, ohne das Marketing, kostet schon nur noch 300.
Ja. Ist auch noch extrem viel Geld für ein Sweatshirt, gar keine Frage. Es spielen viele Faktoren mit rein. Wenn es dafür aber dann meinetwegen auch 40 Jahre hält, passt es ja eigentlich fast. Aber ganz ehrlich, in der heutigen Zeit ist es so, dass wenn du ein Sweatshirt hast, du willst ja nächstes Jahr ein neues haben. Das ist ja in den Köpfen sozusagen da drin, du willst nicht das alte Ding anziehen. Insofern ist es auch total nachvollziehbar, dass dieses, und das ist eigentlich tatsächlich auch für die Umwelt eine Katastrophe, dass diese Billigware, ist aber, sag mal so, ist dem Zeitgeist auch geschuldet, weil die Leute wollen einfach sich neue Sachen auch kaufen, was ich auch, das ist so, kann ich verstehen, kann ich total verstehen. Auf jeden Fall, spannendes Thema, dass wir eigentlich auch, dazu müssten wir auch mal einen Experten einladen. Den hast du ja schon sitzen hier. Ach ja. Ich habe mich damit ernsthaft längere Zeit, wirklich längere Zeit beschäftigt. Ich kenne mich damit gut aus. Okay. Tatsächlich. Deswegen habe ich ja neulich auch den Vortrag über Palm Angels gehalten. Ah, da trägst du schon wieder die Jacke von dir. Ja, okay, dann machen wir dazu mal ein Spezial. Nee, da würde ich noch zwei, drei Leute aus der Hamburger Modeszene zu einladen. Das muss ich einfach mal. Ja. Weil es ist nämlich tatsächlich, der Unterschied ist, und das ist jetzt ein zugegebenermaßen weicher Faktor, den sich wenige Leute erklären können. Aber jeder, der das kennt, der wird das unterstreichen. Und zwar ist es so, wenn du dir, nehmen wir an, es geht um ein Shirt, Balenciaga-Shirt, wenn du dir das, wenn du darauf sparst und es dir dann dieses irrsinnig teure Teil in dem Laden kaufst, mit dem Kauferlebnis dazu, mit allem, was dazugehört, als Belohnung dafür, dass du eine tolle Arbeit gemacht hast, dann verbindest du mit dem Shirt eine Geschichte. Ja, stimmt. Wenn du sie bei deinem Kumpel um die Ecke unterm Ladentisch kaufst, verbindest du damit gar keine Geschichte, sondern tust so, als wäre es jemand, der so eine Geschichte gehabt hätte, aber du hattest diese Geschichte nicht. Und das ist auch für den Wert der Kleidung, wie du es trägst und sowas, ist es ein Unterschied. Es ist, wie es ist. Absolut, klar, hast du recht. Und wir haben ja noch ein ganz anderes Thema, Fußball. Ein Video vorliegen. Wir haben Fußballthema. Das wurde uns geschickt aus Berlin von unserem Chef. Ja, das ist richtig. Und zwar ein brillantes Video, was mit voller guter Laune und Energie. Ja. Es geht um, der HSV hat in Berlin gespielt, gegen Hertha BSC. Und es sind viele HSV-Fans anscheinend von Hamburg nach Berlin gefahren. Sie haben der Deutschen Bahn vertraut oder der Autobahn, je nachdem. Und jetzt im Moment ist der Zustand der, muss man auch mal sagen, HSV und St. Pauli auf Platz 2 und 1. Der Doppelaufstieg droht. Der Bürgermeister hat ganz, 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 ganz schwer daran zu knapsen, weil wie packst du beide Mannschaften auf den Balkon? Stimmt. Es sind Themen, mit denen wir uns heute nicht beschäftigen. Ich war einmal mit oben mit einer Kamera in der Hand, als der HSV Handball damals deutscher Meister wurde. Und da war das Problem nicht existent, weil die haben natürlich alle raufgepasst mit der Schale. Ja. Ein super Erlebnis übrigens, ganz, ganz toll, 2011 war das. Was auch passiert ist im Olympiastadion, es sind sehr viele Tennisbälle aufs Feld geflogen. Ja. Hintergrund war wieder die Kritik an den Investoren- und Sponsorendeals. Und um zum Video zurückzukommen, wo wurde das eigentlich aufgenommen? Das war irgendwie vor dem Spiel? In Berlin im Stadion. Ja? Ja. Und da wollen wir da einfach mal reinschauen? Da gucken wir jetzt mal rein. Kommt jetzt gleich auf Hamburg. Was sagt denn heute das Spiel? 5-4 sagt er. 4-5. 4-5. Gute HSV. Und wie ist die Stimmung heute hier? Grandios. Perfekt. Der beste Döner. Wie viel seid ihr denn hier von Hamburg? Wie viele seid ihr denn noch hier, Hamburg? 20. 20 oder? Nee, 20.000 sind wir. 20.000 schon. Bitte die Hamburger. Bitte die Hamburger. Aufgeteilt. Schalalala. 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 Großartig. So kann man sich übrigens aber auch verschätzen, ne? 20.000, also ich hätte gedacht, das wären weniger in dem Video. Ja, man weiß es nicht. Fakt ist, gut gelaunt. Die Jungs, also erstmal von Herzen gegönnt, sie sind nach Berlin gefahren, sind als Sieger wieder zurückgekehrt. Sorry, liebe Berliner, das tut uns wirklich total leid und jetzt müsst ihr aber richtig Gas geben, dann bügelt ihr das wieder aus. Das ist dieses eine Spiel, das... Es tut mir leid, aber wir als Hamburger müssen jetzt einfach, es nützt ja nichts. Ja, außerdem, ganz ehrlich, damals Relegation, ja. Hamburg-Berlin, naja, also man kann sich doch jetzt nicht beschweren. Nein. Ne? Jetzt hat der HSV mal gewonnen und mal gucken, wie es dann so sieht es aus. Aber vor allem vielen Dank für diesen wunderbaren Film und die gute Laune, die drei Jungs da ausgestrahlt haben. Die waren richtig gut drauf. Absolut. Und das ist auch der Grund, warum man wahrscheinlich auswärts mitfährt, weil du einfach dein Team repräsentierst und einfach Bock hast und Auswärtsstimmung machst. So sieht es aus. So soll es sein. Jetzt ist es so, dass viele Menschen darauf warten, mit welcher Botschaft sie heute in den Tag gehen sollen. Ja. Ja, wir müssen Kalender bitte abreißen. Es ist soweit. Ja. Freunde, wir wollen euch auch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Und vor allem montags ist mein Lieblingstag. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich dachte, der Mann springt in seinen eigenen Kofferraum. Aber das macht er nicht, sondern er sucht etwas. Dazu kann ich da eine sehr lustige Geschichte erzählen. Und zwar, Montag ist mein Lieblingstag, weil da kann man so viele Blätter abreißen. Das war Freitag. Oh, das ist Samstag. In der Stille findest du die Antworten. Nach
Was? Nach denen du im Lärm suchst. In der Stille findest du die Antworten, nach denen du im Lärm suchst. Das ist weise. Das ist weise. Jeder, der schon mal ein Motorhead-Konzert erlebt hat, weiß, was damit gemeint ist. So, denke immer daran, du bist nicht allein. Wir sind viele. Du bist in guter Gesellschaft. Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist korrekt. Das könnte auch von einer der letzten Demonstrationen sein. Genau. Wenn du aufstehst, obwohl du nicht mehr aufstehen kannst, dann wird alles gut. Aha. Oh. Wenn du vom Pferd fällst, sieh zu, dass du deine Hose entstaubst und steig wieder auf. Ja, genauso ist es. Auch Leute, die Morgensendung machen, so wie wir. Ja. Wobei wir können natürlich immer aufstehen. Wir können immer aufstehen. Und ich glaube, dass wir jetzt noch eins machen müssen. Jetzt könnt ihr aussuchen. Und zwar, jetzt kommt die Merle rein. Wenn die Merle reinkommt und guckt so kritisch, dann ist irgendwas. Sie muss die Kamera anders einstellen. Irgendwas haben wir. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Können wir irgendwas noch besser machen? Ja. Ja, ja. Macht, dass die Sonne weg ist. Dass die Sonne weg ist? Wo ist denn hier Sonne? Sie muss die Blende anders machen, damit die Qualität, ja, liebe Hamburger, liebe Berliner, hier wird die Qualität der Sendung noch mit der Hand gemacht, ja, ganz liebevoll eingestimmt auf den Sonnenstand. Wir sind mal wieder blendend. Wir sind blendend. Ein Wortspiel der feinsten Art. Wenn die Sonne lacht, nimmst du Blende 8. Ja, so ist es. Kameramann Weisheit. Ja, genau. So, jetzt darfst du aussuchen, entweder aus der Fibel, das Leben kann so schön sein, von einfach war nie die Rede, oder aber von Beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Ich möchte wieder Beginne jeden Tag mit einem Lächeln, weil wir die Fibel neu haben und weil wir daraus noch nicht so viel gehört haben. Und weil ich den Titel schön finde. Du sagst Stopp. Ja. Hast du schon angefangen? Ja. Stopp. Eine Zahl zwischen 1 und 7 ist es wieder gefragt. Heute mal die Dry. Die Dry. Wenn Wissen und Gelassenheit sich gegenseitig ergänzen, entsteht Harmonie und Ordnung. Wenn Wissen und Gelassenheit sich gegenseitig ergänzen, entstehen Harmonie und Ordnung. Das ist gut. Liebe Hamburger, wo ihr jetzt auf dem Weg zur Arbeit seid, denkt mal dran, dass ihr euch heute nicht aufregt, sondern dass ihr probiert, gut vorbereitet zu sein und gelassen zu sein. Denn dann entsteht Harmonie und Ordnung. Mhm. Daraus wird Erfolg gebaut. Schönes Leitmotiv für diesen Tag. Wunderbar. Übrigens zum Thema, du dachtest, dass der Typ da draußen in seinen eigenen Kofferraum springt. Ja. Wollte ich noch die Geschichte erzählen. Wirklich Weltklasse. Es gibt ja so diesen Gag aus Filmen. Ja. Irgendjemand wird mit etwas konfrontiert, mit einer ganz schlimmen Szene. Und dann ist es aber nur ein Film, der gedreht wird. Ja, Film. Ja. Ich kenne jemanden, der dreht Filme und der hat mal so einen Amateurfilm gemacht. Und da gab es tatsächlich eine Szene, da lag ein Typ gefesselt und geknebelt in einem Kofferraum. Ja. Und da kamen dann wirklich gerade Passanten vorbei, die das gesehen haben und wirklich fast in Ohnmacht gefallen wären, vor Angst schon das Telefon zücken wollten. Und dann kam einer aus dem Busch und meinte, ah, nein, wir drehen hier nur einen Film, alles gut. Wie oft ist einem sowas passiert? Mir zum Glück noch nie. Genau. Großartig ist, wenn die dann auch handeln. Also wenn es dann Menschen sind, die sich zusammenrotten, um die auf eine Mütze zu hauen, um den zu befreien. Und er will gar nicht befreit werden, weil er gerade gefilmt wird. Genau. So. Es ist Zeit für die Sonderangebote der Woche. Ich würde gerne bei Edeka anfangen. Edeka macht was Neues. Sie haben jetzt, sie feiern, also du kannst Karneval feiern mit Edeka. Du musst nur den Coupon ausschneiden und beim Einkaufen in ihrem Markt an der Kasse einlösen. Und jetzt kommt's. Am Montag gibt es 7% auf alles. Auf alles? Ja, das gilt nur heute, nur am 5.2. Am Dienstag, also morgen, gibt es 5 Euro Rabatt bei einem Einkaufswert ab 75 Euro, nur gültig am 6.2. Mhm. Interessante Kombination. Finde ich, total, auf jeden Fall. Mittwoch, 15% auf Fleisch, Geflügel, SB, verpackt. Also nur auf das verpackte Fleisch. Fleisch und Geflügel? Ja. Sehr gut. Verpackt. Ja. Freitag 10% auf Mehrwegbier. Mehrwegbier? Ja. Mehrwegbier. Wie zum Beispiel hier, Veltins Helles. Ja, aber das ist das Mehrwert. Mehrwert heißt doch in der Pfandflasche, oder? Ach so, ja, das kann sein. Wobei Dose hat doch auch 25% Pfand, oder? Du hast recht. Genau, also Freitag, erstaunlich auch, dass es Freitag nur Prozent auf Bier gibt. So. Naja, alles, was man braucht zum Karnevalswochenende. Also, aber jetzt kommt's, Samstag, 10 Euro Rabatt bei einem Einkaufswert ab 100 Euro. Okay. Das heißt, hier ist genau geplant, wie die Hausfrau ihre Woche macht. Ja. Heute 7% auf alles, weil heute muss sie den Kühlschrank auffüllen vom Wochenende. Weil übrigens auch auf Tiernahrung. Auch auf Tiernahrung, das selbstverständlich. Das ist tatsächlich das Besondere daran. Heute 7% auf alles inklusive Tiernahrung. Am Dienstag musst du mehr einkaufen. Das macht sie eigentlich normalerweise nicht, weil die Hausfrau am Montag einkauft, geht nicht am Dienstag. Aber da kriegt sie einen Fünfer. Dann eben Fleisch und Geflügel, dann Bier. Ich finde übrigens auch großartig, Karneval steht an, Dry January ist vorbei. Ja. Und es gibt hier eine ganze Palette Bier. Irgendwie 1 Liter Aperol Schlips. Fühle ich nicht auf den Aperol Spritz getreten. Aperol Schlips. Und 1 Liter Oldesloher Korn in der Literflasche. Großartig. Genau, wer Aperol, sag mal so, in der Businesspause trinkt, ja, trinkt Aperol Schlips. Moment.
Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen jeweils für 42 Euro. Gehst du hin und kaufst dir 6 Liter Korn. Warum machen sie das sowas nicht? Weiß ich nicht. Es sind Edeka-Kartonpreise in der Crazy Week. Ach, deswegen. Ja, das ist eine Crazy Week. Hier ist ein Typ, der sieht aus wie kulturelle Aneignung auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Okay, egal. Das war die Firma Edeka. Wir wollen aber nicht einseitig sein natürlich. Deswegen blätter ich schnell. Wir haben natürlich noch andere. Ich blättere schnell weiter. Wie zum Beispiel bekannte weiter. Discounter. Ja, ich blättere jetzt weiter. Ich muss nach Bild gucken, da gibt es auch Angebote. Was du nicht siehst. Warte, warte. Es muss ja mehr drin sein. Es kann ja nicht Podcasts sein. Podcasts gibt es im Angebot beim Abendblatt. Ja, beim Abendblatt gibt es alles. Der HSV braucht jetzt mehr Konstanz. Wieso sind da, ist ja nur der Edeka hier drin? Ja, okay. Edeka exklusiv dieses Mal. Da müssen wir sagen, liebe Kollegen vom Abendblatt, ihr müsst in der Anzeigenabteilung, da müsst ihr ein bisschen mehr arbeiten, weil ansonsten müssen wir hier immer mehrere Zeitungen durchwühlen. Was glaubst du eigentlich, kostet es Werbung zu machen auf dem Titelblatt von der Bild? Ich weiß das. Weißt du das? Ja, es kostet viel Geld. Da gibt es M&M's bei Penny. Mhm. Relativ günstig im Angebot. Das neue Samsung ist auch im Sonderangebot. So, jetzt kommen wir zum Lidl. Endlich. Lidl lohnt sich. Zum 15. Mal in Folge Händler und Discounter des Jahres sagen sie, bis zu 57% kann man sparen. Zum Beispiel mit der Pizza Ristorante oder Pizza Bistro. Mhm. Da sind es jeweils 48%, die man sparen kann. Es kostet 3,49 statt 6,78. Das ist gut. Der Jules Mumm Sekt kostet jetzt 3,69 statt 5,49. Das sind immerhin 32% gespart. Der Educho-Kaffee ganze Bohne 9,99 statt 14,99. Das sind 33% gespart. Alini Secco Frizzante. Das ist Prosecco, glaube ich, aus der Dose. Aus der Dose, ja. 50% billiger. Zack. 25% Pfand auch drauf. Absolut. Großartig. Und dann gibt es aber, und das ist erstaunlich, weil wenn du dir erst einen angesoffen hast und hast eine Pizza gegessen, dann sollst du hier diese Kinderrutsche runterrutschen. Oder aufbauen für dein genau. Kind. Genau, Kletterleiter und Rutsche. 34,99. Hoffentlich vergisst man keine Schraube. Man weiß es nicht. Das wäre übrigens noch ein Job, den ich ganz toll fände, wenn es das noch geben würde. Und zwar Live-Durchsagen im Supermarkt der Angebote. Ja. Das wäre auch mal was für uns, dass wir uns quasi betteln. Ja. Angebote durchsagen im Supermarkt. Das stimmt. Das wäre richtig, dass wir sozusagen berühmte Supermarktansager werden. Genau. Ich werde uns bewerben. Beim Aldi. Das ist spannend. Ja, beim Aldi ist jetzt bis zu 23% sparen. Das ist weniger sparen als beim Lidl, aber originellere Ware. Denn wir kommen langsam in die Richtung Zielgerade Super Bowl. Absolut. Sie haben hier also einen Snackhelm mit NFL-Logo, vierteilig bestehend aus Helm, Deckel, Eimer und Schale. In diesem Snackhelm ist Platz für Chips, für Popcorn und wahrscheinlich auch für Getränke irgendwo. Können wir den einmal in die Kamera halten, bitte? Weil den finde ich wirklich faszinierend. Das ist ja so, dass du dann einen Footballhelm auf dem Tisch hast. Oben das große Fach voll mit Popcorn zum Beispiel. Und da vorne den, so eine kleine Snackschale noch. Genau. Und was ist das da rechts? Haribo aus der Dose? Das da rechts ist ein Football-Mix. Fruchtgummi. Zum Teil mit Schaumzucker und Gelee mit Non-Pareils. Was sind Non-Pareils? Können wir irgendwas tun, Merle? Ja. Ich soll den Ton ausmachen. Ja. Kannst du mir sagen, was Non-Pareils sind? Ich guck mal nach. Kannst du das bitte googeln? Guck mal, dieses Wort hier. Non-Pareils. Wenn ich es nicht weiß, liebe Aldi-Kollegen, wenn ich das nicht weiß, ne, dann glaube ich, dass es andere Leute auch nicht wissen. Non-Pareils. Was ist das? Bunte Streusel. Bunte kleine Streusel. Farbige Zuckerkörner zum Bestreuen von Backwaren oder ähnliches. So, die auf diesen Kreisel noch mal drauf sind. Ja, aber jetzt sag mir mal, wer... Also, liebe Zuschauer, hat einer von euch jemals in seinem Leben das Wort Non-Pareil, ein französisches Wort? Oder? Ich tippe mal, wer auf dem Marché de Noël war, weiß er damit umzugehen? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que il y a pas de Non-Pareils à la Marché de Noël. Gibt's nicht? Nein. Und, beim Porte Lumière? Auch nicht? No. Aber das würde ich wirklich mal tatsächlich, wenn ich mir das nächste Mal, mache ich mir den Spaß, im Sommer ein Eis hole, sage ich bitte mit Non-Pareil drauf. Wir sagen ja, du sagst, je veux bien... un petit peu non pareil, und dann ist die Verkäuferin Französin und spricht perfekt Französisch und ich stehe da und sage... Und du hast jemand Neues kennengelernt mit einer unglaublich sympathischen Anmache. Das wäre gar nicht schlecht, genau. So, es gibt auf jeden Fall auch die Crunchy Pretzels. And I like that, dass sie heißen nicht Pretzel, sondern sie heißen Pretzel. Because it's international. American International. Dann ist der Knoblauch Pizza Brot. Das ist amerikanische Pizza. Die zeichnet sich dadurch aus, dass der Teig ungefähr so dick ist wie ein Couchkissen. Ja, und dass so viel Käse ist wie Teig. Genau. Genau. Das heißt, du hast so einen Batzen, den du dir reinhaust. Genau, dann kannst du dir, wenn es dir richtig gut geht, kannst du dir nochmal... bitte was? Auf Sendung im Fernsehen. Wieso? Ich weiß nicht, weil wir heute um 2 vor wieder Schluss machen. Aber das Tolle ist, im Internet sind wir noch zu sehen. Wir machen weiter. Wir müssen das rausfinden, warum der Sendeplan so ist, wie er ist. Das wollen wir ändern. Also... Legusto Röstzwiebeln, knusprig gelb, 150 Gramm Becher, die kann man sich hinterher einfach pur in Rachen schütten. Und wir haben die Hotdog Buns, die kosten auch 1,79 nur in der Aktion. Ja. Und die Hotdog Würstchen, Dito.
Hast du eigentlich mitbekommen, dass beim Kaufland ganz viele Promis jetzt Werbung machen, auch im Fernsehen? Wie zum Beispiel Olaf Schubert. Ja, oder auch Mozzi Mabuse. Ah, Mozzi Mabuse. Mhm. Wofür macht sie Werbung? Für Apfelringe wahrscheinlich. Das weiß ich nicht genau. Warte mal. Das weiß ich nicht. Ja, guck mal hier. Sie macht Werbung für türkische Mandarinen, für Schnitt- oder Hartkäse, für Müller Flug. Für Stäbchen. Für Iglo Filegro. Guck mal, Olaf Schubert macht Werbung für Schnaps. Ja. Großartig. Ist auch schade. Ja. Gut, dann haben wir eigentlich alles abgearbeitet, was wir abarbeiten können. Im Prinzip ja. Und wir freuen uns an dieser Stelle jetzt natürlich schon wieder auf morgen. Denn da gibt es natürlich eine neue Ausgabe von Moin Moin. Davor das Frühcafé. Ganz viel Spaß, Unterhaltung, guter Laune und vielfältigen Themen. So sieht's aus. Schalten Sie ein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst euch nicht verrückt machen. Mhm. Tschüss. Tschüss. Moin, Moin, Hamburg!